Da sind wir auch schon. Jetzt läuft hier oben auch die Zeit ab. Ach, meine Brille bist du noch oder? Genau, macht das, haben wir noch ein bisschen Zeit. Bisher noch guckt keiner zu. Ah ja, einen Zuschauer haben wir schon. Hallo! So, wir sind schon mal ein bisschen früher online, damit die Leute erstmal so ein bisschen eintrudeln können. Also alles noch ganz gemütlich. Wir legen dann pünktlich um 19 Uhr los. Schön, dass ihr alle schon da seid. So. Der Kalfried holt auch noch seine Brille, damit man ja auch alles lesen kann. Ah, meine Familie ist auch schon da. Hallo Familie. Sehr schön. Ah ja, es füllt sich. Mensch. Es sind schon einige Leute da. Gott. Ja, es ist tatsächlich sehr idyllisch. Okay, siehst du jetzt die Kommentare. Ah, das ist so weit weg. Wir haben extra diese wundervollen Blumen für euch aufgestellt. Ich hoffe, die Autos stören nicht. Ab und zu fährt mal ein Auto vorbei, aber ich glaube, das ist zu verkraften. Ihr müsst euch melden, wenn es zu laut wird. Genau. Hallo Papa. So. Da ist er, ja. Ja. Ah, der Joe ist auch dabei. Cool. Ja, wie gesagt, wir warten noch kurz einen Moment, bis alle da sind. Wir haben ja gesagt, 19 Uhr legen wir los, also 3 Minütchen haben wir noch. Schenkt euch schon mal vielleicht ein Glas Sekko ein oder wir werden jetzt dann später mit dem ersten Wein anfangen. Das ist der Riesling. Also ihr dürft euch auch gern schon den Riesling einschenken, wenn ihr möchtet. Wie ihr das wollt, macht es euch bequem. Sagt gern Bescheid, wenn irgendwie das Bild oder der Ton nicht gut sein sollte, dann können wir nochmal ein bisschen nachjustieren. Da keine Scheu. Hallo Anne! Oh, auch aus dem Akazienweg. Ja, schön. Ja, ich denke, es ist nicht nur Weinsheim heute vertreten, hoffe ich. Also Baden ist mindestens mit dabei. Ja. Oh, der Sekko ist schon leer. Das ist auch gut. Ja. Aus Bonn. Ruhrgebiet. Cool. Ah, schön, dass wir uns jetzt mal alle hier so treffen. Klasse. Ah, der Benni guckt auch zu. Ah, ja. Hallo, Benni. Ja, Mensch, das ist ja eine richtig gute Runde hier. Bad Vilbel ist mit dabei. Hallo, Anke. Ah, ja, cool. So, jetzt ist meine Mama auch dazu geschaltet. Hallo Mama. Cool. Ich muss nur die Uhr ein bisschen im Blick behalten, aber 2 Minuten haben wir noch. Da können wir uns noch ein bisschen zurücklehnen. Gott sei Dank hält das Wetter. Wir hatten schon Angst. Vor Anfang der Woche hieß es noch, dass es heute irgendwie regnen soll. Aber wie man sieht, ist es perfekt. Ich bin auch froh, dass die Sonne nicht so runter knallt, weil ich glaube, sonst würden wir ja auch irgendwie ein bisschen vergehen. Ja, ich glaube, Sonnenschirm aufspannen. Ja, das stimmt. Ja. Nee, ist auch. Ich glaube, so ist es heute echt. Perfektes Picknickwetter. Ja, das ist doch schön. Oh, der Fanclub. Die Mehlheimer. Ja, die da hat gerade geschrieben. Ah, super Lili. Hey, hey, hey. Oh je, ich glaube, das wird für immer irgendwie Teil bleiben, gell? Oh, Mensch. Da werde ich direkt wieder nervös, wenn ich das lese. St. Augustin. Cool. Ja, also ich habe ja eigentlich gedacht, das wird hier vor allem eine Weinsheimer Gruppe, aber finde ich echt cool, dass auch so viele von außerhalb mit dabei sind. Das ist doch schön. Klasse. Cool. Genau. Ja, es füllt sich immer mehr. Man denkt immer, es hört jetzt mal auf. Aber kommen wir mehr. Ah, jetzt haben wir 19 Uhr. Wir können, glaube ich, so langsam können wir mal anfangen. Oh, die Mandler sind auch dabei. Ja. Liebe Grüße nach Mandel. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal so langsam an. Es gesellen sich ja noch ein paar Leute immer mehr dazu. Wir wollten uns erst einfach nochmal der Form halber kurz mal vorstellen, bevor wir loslegen. Also hat der Rest, die Nachzügler, auch noch ein bisschen Zeit, bis wir mit dem ersten Wein starten.
Genau. Ich denke, eigentlich sind wir wahrscheinlich mittlerweile bekannt, aber wir tun es uns trotzdem. Ich bin die Angelina und genau, ich bin die amtierende deutsche Weinkönigin, wie ihr vielleicht wisst, und bin vor einigen Jahren hier in das Weingut reingerutscht durch meinen Freund, durch den Joe, der eben der Neffe von Karlfried ist. Und ja, wie es das Schicksal so wollte, hat mich Weinsheim zum Wein konvertiert und habe da total meine Leidenschaft entdeckt. Und habe tatsächlich dann auch letztes Jahr eine Winzerausbildung angefangen und habe eben vor, hier ins Weingut dann noch einzusteigen, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Ja, und deswegen machen Karlfried und ich immer ganz viel zusammen. Das ist auch nicht unsere erste Online-Weinprobe, falls ihr das denkt. Wir sind nämlich richtige Profis. Wir haben das schon sehr oft jetzt gemacht. Man muss ja in Corona-Zeiten kreativ werden. Und genau, deswegen haben wir jetzt aber gedacht, da das Weinpicknick ja dieses Jahr leider nicht stattfinden kann. Ich weiß nicht, wer da letztes Jahr vielleicht auch mit dabei war. Es war ja wirklich so schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Haben wir eben die Idee gehabt, dass wir das auf gar keinen Fall absagen können dieses Jahr, sondern das Ganze eben einfach online machen. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit mit euch. Wir werden ungefähr eine Stunde die Probe halten. Und die meisten haben ja die Kommentarfunktion schon entdeckt, also nutzt die bitte auch. Stellt uns gerne Fragen über die Kommentare. Es ist manchmal ein bisschen zeitversetzt, also wundert euch nicht, wenn wir nicht direkt drauf antworten. Genau, so viel mal dazu. Und jetzt ist der Meister an der Reihe. Ja, hallo. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin zuständig für die Pflege der Weinberge und den Ausbau der Weine dann im Keller. Und ja, die ganze Arbeit so rundherum. Bianca macht ja hauptsächlich die Büroarbeit und die habt ihr auch dann meistens am Telefon, wenn irgendwas bestellt wird oder wenn Fragen da sind. Ja, ich freue mich heute. Haben wir heute vier Weine, vier trockene Weine. Weil unser Meisterabsatz ist halt trockener Wein. Und deswegen, weil wir auch nur vier Weine zur Verfügung haben, weil die Zeit hier begrenzt ist, haben wir dann gesagt, machen wir mal vier trockene, besonders für den Sommer geeignete Weine. Genau. Ja. ja. Und mal schauen, wie sie auch schmecken. Ah ja, die schmecken euch, da bin ich mir ganz sicher. Nee, wir haben ja auch noch ein paar, also ein bisschen mehr in den Karton reingepackt. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Es ist ja noch der Muscaris drin, der Secco, den habt ihr im besten Fall vielleicht schon intus. Und wenn nicht, dann macht ihn mal an einem guten Moment auf. Der ist nämlich auch super, super lecker, sehr fruchtig, aber trotzdem trocken. Und genau, dann ist noch ein halbtrockener Grauburgunder mit dabei. Da könnt ihr euch heute eben auch spontan entscheiden, ob ihr den noch aufmachen möchtet oder nicht, weil wir nicht wussten, wie viele Leute machen vielleicht zusammen das Weinpicknick und dass ihr nicht sechs Weine auf einmal aufmachen müsst. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen zu viel. Deswegen teilt euch das ein, wie ihr möchtet. Und ich glaube, bevor wir jetzt dann gleich richtig loslegen, müssen wir noch eine große Sache verkünden. Ich werde es auch noch mal wahrscheinlich tausendmal zwischendurch sagen, weil es einfach so unglaublich cool ist und wir uns so freuen, weil wir da schon seit Wochen daran arbeiten. Es ist nämlich endlich passiert. Wir haben einen Online-Shop. Tada! Ja, das heißt, falls ihr nach der Probe Lust habt auf noch mehr, dann könnt ihr einfach auf unseren Online-Shop gehen, der eben auf unserer Website ist, www.weingut-weil.de. Und ja, könnt Nachschub ordern, ganz unkompliziert mit PayPal bezahlen. Ja, da sind wir echt froh drüber. Und falls die Julia gerade zuschaut, vielen Dank, Julia. Dank dir war das möglich. Die hat das nämlich alles gemacht und es ist super schön geworden. Ich habe es mir gerade eben schon angeschaut. Also guckt doch später einfach mal im Online-Shop vorbei. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und es macht vielleicht manche Dinge unkomplizierter. Ja, und jetzt würde ich Was wird der sagen, erste Wein? fangen wir mal an. Ich habe gerade gelesen, drei der Weine sind irgendwo schon leer gegangen. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie er geschmeckt hat. Genau, wir fangen jetzt an mit dem trockenen Riesling. Also holt euch schon mal die Flasche, falls ihr sie noch nicht in der Hand habt, und schenkt euch schon mal ein. Ich hoffe, ihr habt die Weine gekühlt. Genau, hier nochmal fürs Bild. Das ist jetzt ein Riesling trocken aus 2018. Und genau, wir haben das bisher mal so gehalten, dass wir erstmal erklären, wie man eigentlich einen Wein richtig verkostet. Und mit richtig meine ich, wie das zum Beispiel Profis machen, wenn sie jetzt in der Weinverkostung sind und Weine beurteilen sollen. Weil, ich sag mal, Vielen Dank.
meistens schenkt man sich ein, trinkt einen Schluck und das war's. Aber Wein ist ja wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Und deswegen werden Kalfred und ich das jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen. Wenn ihr jetzt kein weißes Blatt Papier zur Hand habt, dann ist das egal. Das könnt ihr irgendwann anders auch mal ausprobieren. Wir haben jetzt hier eins parat. Das brauchen wir nämlich für den ersten Step beim Weinverkosten. Wahrscheinlich habt ihr schon erraten, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich uns den Wein anschauen. Das macht man ja auch viel zu selten, wenn man dann immer zu gierig ist. Genau, und ich halte es jetzt mal so ein bisschen in die Kamera, weil dieses weiße Blatt Papier hat eben diesen Effekt, dass man eben die Farbe viel besser beurteilen kann. Und der Riesling, der hat jetzt so ein schönes Hellgelb. Beim Riesling hat man meistens auch so leichte grüne Reflexe im Glas. Darüber lässt sich jetzt streiten, ob man die sieht oder nicht. Keine Ahnung, sehen wir grüne Reflexe? Ja, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall, Ist ja oder? auch schon. Ist auch immer der Klassiker bei der Wahl der deutschen Weinkönigin. Wenn die wissen, die haben einen, oder merken, sie haben einen Riesling im Glas, dann immer, ja, und diese wunderschönen grünen Reflexe, klingt halt einfach super. Genau, also man kann eben die Farbe beurteilen, da gibt es eine extra Farbskala. Ich weiß gar nicht, was gibt es da alles so für Farben? Eben Ja, hellgelb, hellgelb, Strohgelb. Strohgelb, ja, Ja. Zitronengelb. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal für den Rotwein. Und was man aber auch schon im Glas sehen kann, ist, wenn man das Glas mal so in der Hand schwenkt, wer das nicht in der Hand kann, ich wirklich konnte das vor 2 Jahren auch noch nicht, der stellt sich das Glas einfach auf den Tisch und schwenkt es hier auf den Tisch, das geht auch gut. Und dann einfach mal schauen, wie hier jetzt wunderschön am Glasrand diese Schlieren runterlaufen. Das nennt man Kirchenfenster. Und ich glaube, das erklärt euch jetzt lieber der Kalfried, was es damit auf sich hat. Das kann er nämlich so gut. Ja, die Kirchenfenster kommen daher, dass vom Extrakt und wie heißt das kommt Vom später, vom Glycerin. Glycerin, genau. Das Glycerin, das also natürlich im Wein vorkommt und eben für diese Kirchenfenster zuständig ist. Zusammen halt mit den anderen Inhaltsstoffen, dem Extrakt. Und je extraktreicher ein Wein ist, oder je mehr Glycerin auch hat, desto intensiver sind auch diese Kirchenfenster. Und die haben wir ja in 2018, da haben wir mal bewusst einen etwas gereiften Riesling genommen, damit man mal merkt, wie sich so ein Wein nach einem Jahr entwickelt. 18 war ja ein sehr guter Jahrgang für die Weinzheimer. Der ist am Kawe Cache gewachsen. Also Ja. das am Ortsrand Richtung, Ortsende Richtung Osten auf rotem Sandstein. Und ich denke, er hat sich schon ein bisschen gereift, aber nicht gealtert. Und ja, zum Wohl. Ja. Aber, Noch wir nicht? müssen noch Nein. einmal, wir müssen noch, wir müssen unsere Schritte einbehalten. Der Kalfisch ist auch schon zu gierig. Ja. Genau, also jetzt habt ihr gesehen, was man alles tatsächlich schon nur vom Gucken her ableiten kann von einem Wein. Bei einem Weißwein und auch beim Rotwein kann man manchmal auch den Reifegrad dadurch schon sehen. Und genau, und jetzt ist der nächste Schritt tatsächlich das Riechen, bevor man trinkt. Das heißt, gerne noch mal ein bisschen schwenken, weil dadurch kommt Sauerstoff ins Glas und die Aromen lösen sich einfach ein bisschen besser. Und dann mal richtig kräftig reinriechen. Oh, riecht das nicht gut? Kalfried, du musst ein bisschen lauter reden, schreibt hier Ja, jemand. oh, Ja, wie immer. der Klassiker, der Klassiker. Genau, und wenn Bisschen man mehr. jetzt, reinriecht, dann riecht man eigentlich das, was der Kalfried gerade gesagt hat, nämlich, dass der Wein schon so ein bisschen gereifter ist. Er riecht schon ein bisschen nach reiferen Früchten. So ein bisschen nach Pfirsich oder Aprikose. Er hat auch so Ja. Zitrusnoten, aber auch so ein bisschen Apfel, vielleicht auch Birne. Da kann man ja so alles Mögliche riechen. Also, das ist auch immer so eine Streiterei, was davon ist jetzt Show und was kann man wirklich riechen. Aber ich muss sagen, man kann, wenn man das wirklich übt, richtig spezifischen Wein beschreiben. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das kann man gar nicht sagen, weil das ist immer so ein bisschen Ansichtssache. Aber ich finde, Riesling hat einfach so eine typische Nase. Deswegen erkennt man den in Proben eigentlich auch immer ganz schnell. Und jetzt will ich euch natürlich nicht auf die Folter spannen. Ich weiß, es war jetzt schon ganz schön lang hier ohne was zu trinken. Wir stoßen jetzt endlich an und dann würde ich sagen, zum Wohl, auf einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Zum Wohl.
Vielleicht auch für alle, die mit dem Riesling immer ein bisschen Säureprobleme haben. Es gibt da einen Trick, wie man das umgeht. Einmal, wenn er schon ein bisschen älter ist, wie bei diesem Wein, da ist die Säure schon deutlich harmonischer. Und man sollte dann zu jedem Glas Wein ein Glas Wasser trinken. Cheers. Und zwar ein Wasser, das nicht so bitter ist. Ja, keine Werbung machen für spezielle Wässer jetzt, aber es gibt einige, die sind wirklich für Wein sehr gut geeignet und andere sind wenig geeignet. Alles, was zu bitter ist, ist schlecht geeignet und die weichen, milden Wasser, die sind halt sehr gut geeignet. Ja, das stimmt. Und was ich auch immer gern sage, wenn ihr Sodbrennen bekommt, liegt es meistens nicht am Riesling, sondern an der Ernährung. Da kommt dann wieder ich ins Spiel. Nee, Spaß. Genau, wenn man jetzt den Riesling mal so im Mund hatte und da gern auch mal versuchen, so ein bisschen Luft mit einzuziehen, wenn man den trinkt, weil dadurch kleidet sich der ganze Mund einfach aus und man hat einen viel besseren Eindruck von der Aromatik. Und da merkt man einfach auch jetzt hier so am Gaumen diese leichte Reife, was ich sehr schön finde. Er ist sehr vollmundig, sehr harmonisch und man merkt schon, wie die Säure so ein bisschen den Gaumen kitzelt, aber auf eine ganz angenehme Weise. Es ist keine spitze Säure, sondern eine sehr gut eingebundene Säure, die das Ganze rund, lebendig und frisch macht. Und ich finde, das ist halt das, was am Riesling einfach auch so viel Spaß macht. Und ich habe vorhin gelesen, die liebe Anke hat tatsächlich meine Rezepte nachgekocht. Danke, Anke! Ich freue mich, dass es jemand gekocht hat. Genau, nee, dazu haben wir jetzt eben die Idee gehabt von Elsässer Flammkuchenschnecken, also quasi aus Blätterteig, weil Riesling passt einfach unglaublich gut zu Speck. Und ja, für die, die es nachgekocht haben, würde mich auch mal interessieren, wie ihr das findet. Ob es euch denn auch schmeckt und ob es harmonisch ist. Genau, aber das fände ich echt cool. Einfach mal Bescheid sagen, wer so gerade am Ball ist. Ja. Vielleicht zum Wein noch eine kleine Anmerkung. Das ist jetzt ein schöner, leichter Riesling. Der hat nur 11,5 Volumenprozent Alkohol. Also ein moderater Alkohol für einen trockenen Wein und bringt trotzdem viel Geschmack mit. Und ja, je nachdem, war ja gerade 2018, gab es ja viele Weine mit hohen Alkoholwerten. Und hier ist es zum Glück so, das ist ja auch, sagen wir, unser Einstiegsriesling, der halt ja, mit moderatem Alkohol halt aufwartet. Ja, das stimmt. Nee, das ist ja auch, ich sag mal, das ist generell auch der große Vorteil an deutschen Weinen, dass wir einfach im Vergleich zu anderen Ländern keine so hohen Alkoholwerte haben im Wein. Das wird natürlich auch im Moment gerade so mit Klimawandel tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Aber ich sag mal, in Deutschland haben wir es da, glaube ich, noch sehr gut. Wenn ich mir so die Spanier anschaue oder auch die Franzosen, das ist schon, ja, nicht ohne, wenn man dann so ein 14,5 Volumenprozent im Glas hat, hat man dann nach einem Glas, ja, ist man gut dabei. Oh ja, die Blätterteigschnecken schmecken. Juhu, das hat sogar gereimt. Cool, das freut mich. Und die gehen auch so schnell. Also ich bin da immer voll der Fan von, wenn man so spontan Besuch bekommt. Das geht immer ratzfatz. Ja, cool. Ah, sehr schön. Seid ihr denn schon bereit für den nächsten Wein oder braucht ihr noch einen Moment? Wir haben jetzt natürlich mit dem Riesling ein bisschen mehr Zeit verbracht, weil wir erstmal noch eben erklären wollten, wie man so einen Wein eben richtig verkostet. Wir machen das jetzt auch nicht bei jedem, weil ich glaube, das würde erstens zu viel Zeit rauben und ich glaube, es würde auch irgendwann langweilig werden. Aber ihr könnt es ja, wenn ihr Lust habt, einfach selbst weiter so führen, wenn ihr das wollt. Erstmal anschauen, riechen, schmecken und gern einfach auch mal kommentieren, was ihr denn für Aromen rausriecht. Weil ich sag immer, wenn ihr keine Ahnung habt, wie der Wein riecht, sagt einfach, er riecht nach Quitte. Das ist immer mein Geheimtipp, weil kein Mensch kann das irgendwie nachvollziehen und es klingt total cool. Also da seid ihr immer auf der richtigen Seite. Genau. Ich habe hier schon mal den nächsten Wein. Ich schalte mal in die Kamera. Ein Sauvignon Blanc. Ja. Der neue Klassiker für den Sommer. Nochmal den hier. Genau. So, genau. Also für alle, holt den Sauvignon Blanc raus. Es geht in die nächste Runde. Aber ganz gemütlich, wir reden jetzt erstmal ein bisschen über den Wein. Also ihr müsst da jetzt nicht
direkt, sag ich mal, mit einsteigen. Wir reden immer ein bisschen vorweg, damit es nicht zu schnell geht. Und auch bitte sagen, wenn euch irgendwas zu schnell geht, einfach Bescheid sagen und denkt an die Fragen, stellt Fragen. So, genau. Nee, der Sauvignon Blanc, den wir jetzt haben, der ist jetzt von 2019, gell? Das ist der neue Jahrgang, ja. Genau, da haben wir jetzt eben den neuen Jahrgang im Glas. Und beim Sauvignon Blanc, finde ich, macht es immer besonders Spaß, reinzuriechen, oder? Ja, vor allen Dingen. Ja, das machen wir jetzt mal. Viel zu bieten. Oh, der hat sich so entwickelt die letzten Wochen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also man muss dazu sagen, Kalfut und ich probieren die ja immer mal wieder zwischendurch, so kurz nach der Abfüllung und dann immer mal wieder. Und das ist ja, also wenn man einen Wein abfüllt, dann verändert er sich ja in der Zeit danach ständig. Und meistens sind die Weine so direkt nach der Abfüllung noch so ein bisschen verhalten, weil es ist ja auch Stress für den Wein, sage ich mal, abgefüllt zu werden. Und bei dem Sauvignon Blanc war das jetzt echt, also war ich gerade total erstaunt, weil der noch unglaublich viel intensiver jetzt in der Aromatik geworden ist. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der nochmal so nochmal einen draufsetzen kann. Mit der Zeit bist du Sauerstoff auf und dann entwickelt sich die Aromatik. Wobei das Sauvignon Blanc halt bei der Herstellung gar keinen Sauerstoff mag. Das ist ja eine Sorte, die vor 100 Jahren schon mal hier angebaut wurde. Damals hieß er Gewürzsilvaner. Und das ist halt eine Sorte, die wieder in der Versenkung verschwunden ist, weil man damals diese Aromen einfach nicht auf die Flasche gekriegt hat. Man hat ja damals nur Holzfässer gehabt mit viel Oxidationspotenzial. Und das ist halt eine Sorte, die muss man schon, wenn der erste Saft von der Kälte abläuft, kommt schon in ein Fass, in dem kein Sauerstoff mehr ist. Mhm. Und das bei jedem weiteren Ausbauschritt wird immer das Fass mit CO2 geflutet, damit der gar nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt. Mhm. Und dann kriegt man halt diese Aromen auch auf die Flasche. Ja, also das ist tatsächlich, Sauvignon Blanc macht immer mehr Arbeit wie andere Weine. Das muss man schon sagen. Da muss man einfach viel sanfter, sage ich mal, das zugehen. Und ich finde, der riecht jetzt mittlerweile, finde ich, hat er sich nochmal so ein klein bisschen verändert. Also ich finde, am Anfang war er ein bisschen mehr so Richtung exotische Früchte. Das hat er auch immer noch so ein bisschen. Aber ich finde, jetzt riecht für mich so dieses Holunder-Stachelbeere total hervor. Grapefruit, ja. Richtig geil. Jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder trinken. Also, Prost, die zweite Runde. Ist halt auch ein Wein für heiße Tage, weil er diese leichte Grapefruit-Aromen hat. Und halt den Durst auch besonders gut löscht. Und dieses, ist halt leider jetzt heute nicht so ideal, aber er geht. Quatsch, solange es nicht regnet, man kann draußen sitzen. Oh, es riecht jemand Quitte, 100 Punkte. Der Ralf. Cool. Ja, natürlich ist der Quitte. Ganz klar, wie konnte ich das nur vergessen? Nee, also ich finde, was ich bei dem Sauvignon Blanc immer so unglaublich faszinierend finde, ist, dass er einfach genauso schmeckt, wie er riecht. Und das ist ja, also das ist immer sowas, was mich, wenn ich Weine verkost, manchmal total enttäuscht, wenn ich in Wein reinrieche und denke, boah, der riecht richtig klasse. Und dann probiert man den Wein und dann ist nix. Ja. Woran liegt das? Weißt du das? Ich habe das mich immer gefragt, dass, weil das ist manchmal einfach... Schade. Eigentlich ist es ja so, dass man nur schmecken kann, was man riecht. Aber Geschmack hat halt nur diese vier Dimensionen und Geruch hat halt hunderte von Dimensionen und Nuancen, die man riechen kann. Ja, das und stimmt. Oft braucht auch der Wein einfach ein bisschen Zeit, dann sind die noch verschlossen und Ja, das stimmt. Und deswegen immer schön schwenken. Ja. Dann verändert er sich tatsächlich nochmal. Aber ich finde halt, Sauvignon Blanc ist für mich einfach so ein Wein, durch das, dass er aber, er ist nicht nur schön fruchtig und also sehr aromatisch, sondern er hat auch immer noch so eine sehr, sehr gute Säure mit dabei. Also er ist nicht platt oder irgendwie plump, dass er einfach nur nach Frucht schmeckt, sondern er ist richtig lebendig. Ich finde, da passiert einfach was am Gaumen. Und deswegen kann ich mich irgendwie mit so einem Glas auch sehr lang vergnügen, weil ich dann echt Spaß habe. Das ist für mich auch so ein Wein, den, weißt du, da,
da muss man einfach jedem Glas dann auch wirklich seine Zeit irgendwie schenken. Das muss man würdigen, diese ganze Arbeit, die da auch vor allem drin steckt. Nee, und ich finde, weißt du, wir haben es da auch mal drüber gehabt, Karlfried, dass Sauvignon Blanc, finde ich, für einen Winzer immer sehr interessant ist, weil er tatsächlich schon sehr früh im Weinberg auch entscheiden kann, in welche Richtung der Wein später gehen soll. Das vor allem so mit der Aromatik zusammenhängt. Ja, es gibt ja mehr die Richtung, die halt in die exotische Früchte geht oder halt die Richtung in diese grünen Aromen. Paprika spielt da eine große Rolle. Und es gibt schon Weine, die sind so extrem Paprika. Das ist halt... auch nicht meins. Wie man es halt mag. Ja, ja, vielleicht für die heißen Länder ist das vielleicht idealer Begleiter halt als Gegenpol zu dem Klima dort. Ja. Dass die was ganz Frisches und was ganz Knackiges haben möchten. Ja. Und ich mag halt mehr, wenn er zwar schon so ein bisschen diese grünen Noten mitbringt, aber halt trotzdem vom Geschmack her mehr in die exotische Richtung geht. Ja, bin ich ganz bei dir, Kai-Fried. Der hat auch so was leicht Grasiges irgendwie mit dabei. Ich finde, das macht den halt nochmal komplexer. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, ob ihr das jemals probiert habt, so ein Sauvignon Blanc. Also wenn ihr mal einen erwischt, der so nach grüner Paprika riecht und schmeckt, dann werdet ihr es erkennen, bin ich mir ganz sicher. Selbst als gnadenloser Weineinsteiger, das ist so unverkennbar. Man kommt nur selbst nicht im ersten Moment drauf. Aber wenn einem dann jemand sagt, das riecht nach grüner Paprika, denkt man, wow. Vor allem vorher hatte ich einfach nie eine Vorstellung davon, wie riecht denn jetzt eigentlich eine grüne Paprika. Aber wenn man es riecht, erkennt man es. Es ist Typsache. Ich glaube, es gibt auch echt viele, die lieben das. Die finden das richtig toll. Aber ich bin da immer so schnell irgendwie satt davon. Und hier, guck mal, hier ist doch wieder meine Rezeptsparte mit dabei. Tomaten-Ziegelkäse-Tarte passt sehr gut dazu. Ja, finde ich auch. Das ist nämlich der Geheimtipp zum Sauvignon Blanc-Ziegenkäse. Richtig, richtig tolle Kombination. Das ergänzt sich perfekt. Aber ich weiß das ja auch von meinem Freund, der hasst zum Beispiel Ziegenkäse. Dem habe ich letztes Mal einfach, da kann man einfach Schafskäse drauf tun. Das macht's auch gut. Das ist auch super. Also das ist dann... der Typ für die Nicht-Ziegenkäse-Lover. Aber der Ziegenkäse ist einfach unschlagbar. Doch, finde ich auch sehr lecker. Ah, schön. Was ich auch noch vorhin erzählen wollte, das hatte ich schon wieder vergessen. Ich habe auch mal gelesen, das fand ich sehr interessant, beziehungsweise hat mir das auch mal ein Winzer erzählt, dass dieser grüne Paprikastoff im Wein, das ist ja quasi so ein Duftstoff mehr oder weniger, also eine chemische Verbindung, die schon in den Trauben, in den Kernen und aber auch zum Beispiel in den Blättern und in den Stielen der Trauben vorkommt. Der nennt sich, jetzt will ich natürlich ein bisschen klugscheißen, Methoxypyrazin. Und genau, also der Stoff ist dafür verantwortlich, dass der Sauvignon Blanc nach grüner Paprika riecht. Und als Winzer, wenn man jetzt hier den Kai-Fried zum Beispiel nimmt, der sagt, ich möchte nicht, dass der nur nach grüner Paprika riecht, dann kann man eben Folgendes machen. Man kann einfach schon anfangen, im Weinberg zu entblättern. Das heißt, man rupft wirklich ein paar Blättchen ab, natürlich nicht alle, weil es muss ja auch noch irgendwie Photosynthese funktionieren. Aber man rupft diese Blätter schon mal ab und dann wandert einfach auch weniger von diesem Methoxypyrazin in die Trauben und dadurch hat man auch schon mal, das sage ich mal, so ein bisschen mehr in diese exotische Richtung gelenkt. Und dann natürlich im Keller, sage ich mal, was die Gärung dann betrifft, je nachdem, mit was für Hefen man auch arbeitet, kann man das dann auch nochmal so ein bisschen steuern. Also ich muss sagen, als Weineinsteiger, der ja vor, keine Ahnung, was sind es jetzt, 2 oder 3 Jahre, null Ahnung von Wein hatte, das hat mich damals total umgehauen, dass man als Winzer tatsächlich so viel tun kann. Also, dass man schon im Weinberg Entscheidungen treffen muss, die dann später den Wein auch ausmachen. Oder? Auch der Lesezeitpunkt spielt halt auch eine große Rolle. Ja. Je früher man liest, desto mehr stechen halt die grünen Aromen hervor. Je später man liest, desto höher die Extragrade sind, desto mehr Exotik kommt halt in den Wein. Und das mit dem Blätterabrupfen ist halt fast schon Standard mittlerweile für alle, die gute Wein machen möchten. Vor allem trockenen Wein, da brauchen wir gesunde Trauben. Ja. Und da wird halt die Traubenzone, also nur die Traubenzone, das sind so 30, 40 Zentimeter, im unteren Bereich des Stockes werden halt die Blätter entfernt und das geht halt auch mittlerweile sehr gut maschinell, wo es nicht zu steil ist. Ja. Und
Ja, das hat ist wie gesagt mittlerweile fast Stand, ist Standard Ja, das eigentlich. stimmt. Das Ja. muss man eigentlich, weil auch, wir haben vorhin mal kurz dieses Thema Klimawandel angeschnitten. Es ist ja so, dass die Trauben immer früher jetzt auch reif werden. Und in den letzten 2 Jahren hatten wir auch unglaublich heiße Sommer. Das ist jetzt gerade noch eigentlich mehr Vorteil wie Nachteil, weil wir dadurch jetzt wie bei dem Sauvignon Blanc so tolle Weine rausbekommen. Aber das ist halt alles auch nur bis zu einem gewissen Grad gut für die Trauben. Ich sag mal, das ist auf Dauer, glaube ich, so eine hohe Hitze ist einfach auch nicht gut Nein. für die Trauben. Und ich sag mal, durch das Entblättern, da spielt halt der Zeitpunkt immer eine Rolle, wann tue ich das? Weil dann können die Trauben quasi, die entwickeln dann eine dickere Beerenschale und sind dann auch, sag ich mal, gegen die Sonne und eben gegen Fäulnis gewappnet. Aber man kann halt auch Pech haben. Und das vielleicht ein bisschen zu spät machen, dann verbrennen die Trauben. Also ich glaube, es ist als Winzer echt immer schwer, da den Kann passieren, richtigen ja, Zeitpunkt wenn es irgendwie zu halt finden. so ist wie letztes Jahr, wo es an die 40 Grad geht, da fühlt sich halt der Weinstock gar nicht mehr wohl. Ja. Und normalerweise der Weinstock ist bei etwa 25 Grad, fühlt er sich am wohlsten. Wie Und ich. ja, also ist eigentlich gar nicht für die so heißen Sommer gemacht. Das ist auch ein Grund, warum in den südlichen Ländern zum allergrößten Teil Rotwein angebaut wird, weil der das halt viel besser verkraftet wie der Weißwein. Es gibt nur Ja. wenige Rebsorten, die für die heißen Sommer im Süden geeignet sind. Ja. Und ja, weil beim Rotwein spielt das Tannin halt eine große Rolle und das wird halt, das schützt irgendwie den Wein vor, ja, vor den schlechten Eigenschaften, die er dann bekommt, wenn er zu Ja. heiß ist. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja. Alles gut, ich glaube, es Ja. ist fast schon wieder Zeit für den nächsten Wein. Ja. Seht ihr das genauso? Ich glaube, jetzt haben wir echt viel über Sauvignon Blanc erzählt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schon mal was mitnehmen. Oh, ich lese gerade noch, die Anke hat geschrieben. Alle freuen sich über diesen Wein und das Essen. Schön. Oh, das freut mich, Anke. Bestimmt, weil du auch so gut gekocht hast. Ja? Sind wir, wir Nein, sind bist du erst beim falsch? erst Ja. bei Muskat. Oh, der Oh, Kalf wird ja. hier schon die Weine überspringen. Nee, das war der falsche Kaffee. Genau. Jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Jetzt kommen wir nämlich zum Muscaris. Den erkennt ihr daran, dass mein Kopf drauf gedruckt ist. Da muss ich eigentlich schon wieder sagen, vielen Dank, Julia, für das tolle Etikett. Die Julia ist super. Die Julia macht immer unsere Website, unsere Etiketten, die kann das richtig gut. Und ich finde auch gerade dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ihr den Majestätenwein vom letzten Jahr auch mal probiert oder gesehen habt. Wir haben ja dieses Jahr schon wieder ein neues Etikett. Das letztes Jahr war schon so wunderschön. Aber eben dieses Jahr hier jetzt mit dieser Zeichnung drauf. Und ich finde auch gerade diese knallgelbe Kapsel richtig cool. Und ihr müsst da mal übers Etikett fühlen. Da spürt man das sogar, dass das so ein Prägedruck ist. Genau. So. Und, ach, jetzt habe ich auch vergessen, was natürlich, wenn ich jetzt die Julia hier in den Himmel lobe, das kann, oh Gott, manchmal bin ich ein bisschen verdeppert. Ich weiß nicht, ob es irgendwie den Axel Hermann erreicht, aber an den muss natürlich auch ein riesiges Dankeschön sagen, weil der hat das Ganze gedruckt. Ja, und das war echt lieb. Das hat er mir nämlich geschenkt zur Wahl der deutschen Weinkönigin. Also, trinken wir jetzt gleich mal auf Axel Hermann und auf die Julia, oder? Ja. Zum Wohl. Prost. Ist jetzt wieder ganz, ganz andere Welt. Andere Welt, andere, oh, aber gute Welt. Ja, ich glaube, als erstes fangen wir mal an zu erklären, was Muscaris ist, oder? Das ist doch unsere Lieblingsgeschichte. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du Greif oder nicht das schon erklärt haben, aber ich mache es immer wieder gern und immer mit derselben Leidenschaft, oder? Ja. Willst du es erklären, oder? Ja, komm, ich kann das doch so gut. Ja. Nee, also ich weiß, für die, die den Muscaris kennen, die haben sich bestimmt eh schon verliebt. Für die, die es noch nicht kennen, die werden es jetzt tun. Muscaris ist nämlich eine richtig tolle Kreuzung, nämlich aus gelbem Muscateller, das kennt ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, und aus Solaris, das ist auch eine Rebsorte.
Und da sind auch wilde Reben mit reingekreuzt. Das hat den Effekt, dass diese tolle Rebsorte nicht nur nach Muscatella riecht und schmeckt, sondern dass sie eben diese tollen Eigenschaften von der Wildrebe auch mitbringt. Und zwar ist die insbesondere robust gegen verschiedene Pilzerkrankungen. Deswegen nennt man das Ganze auch Piwi. Und Piwi ist quasi die Abkürzung für pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Vielleicht seid ihr über das Wort schon mal gestoßen. Das wird gerade so, sag ich mal, Thema Klimawandel, fällt es immer häufiger, das Wort. Also Piwis spielen mittlerweile eine immer größere Rolle im Weinbau. Und das ist einfach der Grund, dass halt diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten im Weinberg so robust sind, dass sie zum Beispiel auch mit weniger Pflanzenschutzmittel auskommen und dass sie einfach so toll riechen und schmecken. Zumindest der Muscaris. Ja. Also eine sehr robuste Rebsorte, aber vom Arbeitsaufwand her aufwendig, weil diese Rebsorte wächst nicht nach oben, sondern nach allen Seiten und lässt gerne die Triebe hängen, also die von der Laubarbeit. Ja, es ist grauenhaft, es ist wirklich schlimm, als wenn man da heften geht. Viel von der Wildrebe. Ja, definitiv, es ist echt, das normale Reben wachsen nach oben, die wächst wie ein riesiger Busch. Aber der Sauvignon Blanc ist ja auch so ein bisschen so, oder? Der ist zwar buschig, aber hat ganz stabile Triebe, nach oben wachsen. Ja. Und der Muscaris lässt halt, sobald die Triebe ein bisschen größer, ein bisschen schwerer werden, lässt er sich gerade so zusammensacken. Ah, okay. Ja, ach, und da muss man wirklich jeden Trieb einzeln in die Hand nehmen und den so langsam nach oben führen. Also würdigt die Arbeit. Jetzt reden wir mal kurz über die Aromatik. Also ich finde, der hat halt, also es riecht schon nach Muscatella einfach, das muss man sagen. Er hat aber so auch diese Exotik mit dabei, so ein bisschen was von Mango oder Maracuja. Und was ich halt sehr schön finde, er hat diesen Muskatton, also diese Muskatnote, dieses leicht würzige. Und das finde ich das, was es so unglaublich spannend macht, weil er nicht einfach nur fruchtig ist, sondern weil er einfach diese Dimension irgendwie noch mit sich bringt. Und weil er im Mund auch nicht plump wirkt, sondern einfach, ja, sehr komplex, finde ich trotzdem. Trotzdem noch ein bisschen lebendig. Genau, er ist lebendig, ja. Und es ist ja auch hier die Sensation, wir hatten ja letztes Jahr, muss man ja dazu sagen, hatten wir dann sehr schnell ein Ausleseniveau, weshalb leider ein trockener Wein nicht mehr drin war. Aber dieses Jahr haben wir es geschafft. Geklappt, ja. Und ich bin begeistert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den süßen Muscaris letztes Jahr getrunken habt. Der war der absolute Oberknaller. Aber ich finde, dieser trockene Muscaris ist auch genial, gerade eben auch zum Essen. Ich lese gerade, die Anke schreibt hier wieder, die hat nämlich alles nachgekocht, was ich hier online gestellt habe. Das ist ja der Wahnsinn, Anke. Genau, ich habe nämlich zu dem Muscaris einen pikanten Mangosalat gemacht. Und der Mangosalat, der greift eben diese Aromatik mit auf, ist aber eben mit Schafskäse und mit Zitronensaft angemacht. Und durch das, dass der trocken ist, passt das einfach total gut zusammen. Also ich finde so generell so asiatische Küche ist man mit Muscaris echt nicht verkehrt. Also ich finde, es passt gut. Ich habe den auch schon oft zu Sushi getrunken. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Japan-Fan, deswegen passt das sehr gut. Ja. Die Weinwelt ist ganz froh, dass es jetzt diese Sorte gibt. Ja. Weil der gelbe Muscatella war ja, sagen wir mal, bei den Winzern nicht so beliebt, weil er sehr, sehr empfindlich ist. Sobald die Trauben reif werden und es fallen nur ein paar Regentropfen drauf und dann platzt die Bärenhaut auf. Ja. Also ist da sehr schwierig in Jahren, in denen nicht im Herbst nicht nur die Sonne scheint, sondern auch mal ein bisschen schlechtes Wetter ist, den halt in einer guten Qualität und in einer gesunde Trauben zu ernten. Und das ist halt mit diesem Muscaris ist das gelungen, hier diese Robustheit reinzukreuzen, dass der wirklich sehr lange am Stock bleiben kann. Man kann wie gesagt, wie letztes Jahr hatten wir das ja, haben wir auch gemessen, die Öchselgrade, man hat immer so um 100 Grad gemessen und bis er dann auf der Kälte war, hat er 117 gehabt. weil er auch ganz unterschiedliche Bären hat halt. Das stimmt. Deswegen muss man das immer sehr gut beobachten. Müssen wir noch ein bisschen üben, dass wir auch für nächstes Jahr haben wir ja mal Sekt geplant und dann darf ja der Alkohol nicht zu hoch werden.
das stimmt. Für die zweite Kehrung. Ja, es ist eine Herausforderung, aber der stellen wir uns. Ich glaube, das lohnt sich. Also für die, die den Muscari Secco auch schon probiert haben, die haben bestimmt schon festgestellt, das passt richtig gut, wenn es da einfach noch drin prickelt und eben dieses Projekt, dem nehmen wir uns an. Vielleicht klappt es nächstes Jahr schon, wir können es nicht versprechen. Man muss ja immer warten, was das Jahr so bringt. Da ist man halt als Winzer total... ja, sag ich mal, von externen Dingen angewiesen. Aber ich glaube, so Muscari Sekt, ja, der hat halt, das ist richtig gut. Die Voraussetzungen bringt er alle mit. Ja. Man muss es nur zum richtigen Zeitpunkt ernten. Ja, richtig, richtig. Das schaffen wir schon noch. Ja. Oh ja, der Mangosalat schmeckt auch. Juhu! Ja, das habe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich finde, der Mangosalat war auch echt mein Lieblingsrezept von den vier Rezepten, weil der mich so überrascht hat. Ich habe das vorher noch nie gemacht, hatte aber diese Idee und dachte, ich probiere das jetzt einfach aus. Habe ein paar Versuchskaninchen eingeladen und die fanden es auch alle echt gut, weil man, also ich muss ehrlich sagen, Mango und dann Schafskäse, denkt man erst, passt das? Das kann doch nicht passen, aber es schmeckt so genial. Es passt super, super gut. Also muss ich echt sagen, das ist richtig klasse. Ah, jetzt schaut Hermann Etiketten zu. Ey, ihr habt verpasst, ich hab euch gelobt. Ja. Oh ja, der Sekko schmeckt auch. Ja, gell, also ich finde, Muscari, ich glaube, das sind Kaifut und ich beide so richtig auf einer Wellenlänge. Ich glaube, da wird es noch viel geben. Und man muss ja wirklich sagen, der Muscari, das ist ja erst der zweite Jahrgang überhaupt. Und ich finde, für das klappt es schon extrem gut. Und der wird für mich halt auch immer irgendwie mein Majestätenwein jetzt bleiben, weil das ist halt einfach, als der Muscari neu war, kam ich neu ins Weingut und wir haben uns direkt gut verstanden und dann habe ich gesagt, nee, kein klassischer Riesling oder irgendwas als Majestätenwein, sondern genau das hier. Ja. Und bisher muss ich sagen, glaube ich, kam er immer gut an. Also egal, wo wir waren, die Leute waren überrascht. Meistens ist man erstmal so ein bisschen irritiert, weil man den Namen vielleicht noch nie gehört hat und damit nichts anzufangen weiß. Aber ich glaube, wenn man es dann mal im Glas hatte, dann will man nichts anderes mehr. Richtig lecker einfach. Was ich auch noch mal mit einbringen wollte, das habt ihr jetzt vielleicht gerade nicht zufällig zu Hause, aber ich dachte, ich schmeiß mal in den Raum. Vielleicht wollt ihr das einfach mal ausprobieren. Die kriegt man nämlich mittlerweile überall her. Und zwar rede ich vom Aromarad. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Weil wenn euch das mal interessiert, einfach mehr so dieses Thema Weinsensorik auszuprobieren. Ich kann mich noch gut an meine Anfänge erinnern. Als wir da gehockt sind und irgendwie, keine Ahnung, 20 Weine durchprobiert haben, dass ich endlich mal meine Nase geschult bekomme. Weil man muss ja an der Wahl der Weinmajestäten ja immer blind verkosten und Rebsorten erkennen. Deswegen, die Nase ist ganz arg wichtig. Und da hat mir das damals extrem geholfen. Und zwar hat es mit diesem Aromarad auf sich. Es gibt es einmal für Weißwein, einmal für Rotwein. Dass, wenn man jetzt so einen Wein im Glas hat, gell, riecht man rein und dann denkt man vielleicht, ja, der riecht jetzt irgendwie nach Früchten oder so. Und man kann aber einfach nicht genau betiteln, was ist es denn jetzt? Dann kann man hier in diesem Aromarad, gibt es hier diese Sparte fruchtig und dann ist es zum Beispiel unterteilt in heimische Früchte, tropische Früchte, Zitrusfrüchte. Und dann kann man schon mal reinriechen und denken, okay, riecht irgendwie exotisch, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist einfach, man braucht diese Denkstütze, weil einem diese Wörter nicht von alleine einfallen. Ich finde, das ist das Schwierige am Anfang. Und dann hat man zum Beispiel noch weiter Unterglieder, zum Beispiel Maracuja, Mango, Litchi, Ananas, Banane. Und das ist echt, also mir macht es heute noch Spaß. Ich mache das auch mit Freunden, oder? Ich finde es cool, wenn man dann da hockt und dann einfach versucht, daran sich festzuhangeln und damit dann den Wein zu beschreiben. Probiert's mal aus. Die gibt's zum Beispiel, ich glaube beim Deutschen Weininstitut gibt's die doch auch so, gell? Ja. Ja, einfach mal mitnehmen, bestellen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt Geld dafür verlangen. Man kann sie sich auch ausdrucken. Ein Euro, höre ich gerade. Der Euro ist es wert. Oh, wir hören gerade, wir im Akazienweg nutzen das Aromarad. Ihr seid cool. Ja, aber er wohnt halt auch neben mir.
Nee, also muss ich echt sagen, probier das mal aus. Oder was mir auch Kalfrid und Bianca damals geschenkt haben, war so eine Aromabox. Das war auch total cool. Da sind dann so kleine Aromafläschchen drin mit verschiedenen Gerüchen. Und dann kann man seine Nase so ein bisschen schulen und blind reinriechen und versuchen zu erkennen, was riecht man da jetzt. Also, das fand ich Ja, auch kann man. cool. Es riecht halt ein bisschen künstlich meistens, gell? Aber so Ja, für aber den es ist Anfang. halt zum Trainieren ist es halt gut, Ja. einfach, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber mit Blick auf die Uhr, wir haben schon eine Dreiviertelstunde geredet. Meine Güte, was haben wir denn alles geredet? Würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Wein, dass wir nicht irgendwie abrupt abbrechen müssen. Ich muss auch ehrlich sagen, wir machen diese eine Stunde, haben wir nur begrenzt, weil das auf Instagram tatsächlich so vorgegeben ist. Weil nach einer Stunde ist hier der Livestream vorbei. Falls es wirklich so kommen sollte, können wir auch den Livestream nochmal neu starten. Aber ich denke mal, nach einer Stunde habt ihr auch einfach Lust, dann mal unter euch ein bisschen zu quatschen und die Weine weiter zu genießen. Von daher glaube ich, ist eine Stunde ganz gut für vier Ja. Weine, oder? Ich rede wieder viel zu viel, Kalfried. Ich fühle das Nein, immer still. wunderbar. Ich übergebe den nächsten Wein an Kalfried. Ich rede wieder zu viel. Ja, er wechselt mal die Farbe. Jetzt Richtig. kommt der Spätburgunder Rosé. Genau. Aber was man vielleicht auch noch grundsätzlich mal sagen mag, sagen muss, ist, man sollte, wenn man Wein wirklich genießen und bis vielleicht ein bisschen ergründen will, sollte man ein bisschen was in die Gläser investieren. Ja. Weil spielt so eine große Rolle. Einmal die Form der Gläser und die Beschaffenheit des Glases. Wir haben zum Beispiel hier zwei Gläser, die sehen ja fast gleich aus. Das eine ist unser Weinstandglas. Das ist halt ja, schon gut geeignet, um Wein zu trinken. Und das hier ist jetzt ein spezielles Glas, das war jetzt der Testsieger. Was kostet das Glas, Kalfried? Ah, na, sagen wir lieber nicht. Mal, ich soll das wissen. Ich glaub, um so 50, 40, 50 Euro so rum. Allerdings ist das mundgeblasen, das spielt aber nicht so die Rolle, oder Hand, ja, mundgeblasen, das spielt nicht so sehr die Rolle, sondern mehr die Beschaffenheit des Glases und das, was da zusammengesetzt ist und halt die Form. Und das ist schon, obwohl hier sich die Form hier gar nicht so sehr unterscheidet, ist es trotzdem beim Trinken ein Riesenunterschied. Also Richtig je dünner das große. Glas ist, die Form ist Ja. wichtig und da hat man wirklich für sich einen Vorteil und kann halt die Weine wirklich, wie gesagt, ergründen. Und es sieht schön Das aus. sieht schön aus, ja. Also ich finde, gerade wenn man dann auch Gäste hat und man kann so richtig schicke Weingläser hinstellen, das hat ja auch was für sich. Und mich hat mal ein Sommelier verarscht, das muss ich jetzt mal an der Stelle erzählen. Der hat nämlich, das war einer, der hat auch zusammen mit Zwiesel, die ja auch Weingläser herstellen, hat er so seine eigenen Gläser entwickelt, weil der eben Sommeliers auch ausbildet und das eben auch ein Thema ist, wenn man Sommelier werden will. Und dann hat er mir drei verschiedene Gläser hingestellt und hat aber gar nichts zu den Gläsern gesagt, sondern er hat einfach nur gesagt: So, Angelina, riech mal rein und sag mir mal bitte, welche Rebsorten das sind. Und ich, sau aufgeregt, dachte, Scheiße, jetzt kommt der Sommelier und will wissen, was ich rieche und ich bin doch Weinkönigin. Und war dann total aufgeregt und habe in die Gläser gerochen. Ich habe dreimal was Unterschiedliches gerochen, weil die Gläser anders waren. Und dann habe ich war so verwirrt, weil ich dachte, irgendwie die Typik ist sehr ähnlich. Aber das kann jetzt nicht dreimal irgendwie dieselbe Rebsorte sein. Und dann dachte ich, vielleicht aus drei verschiedenen Anbaugebieten und lag aber auch echt komplett daneben. Und das war so Wahnsinn. Und der hat mir das dann auch nochmal, wie du jetzt erzählt hast, erklärt, dass wirklich die Form des Glases eine Riesenrolle spielt und dass der Wein tatsächlich in jedem Glas anders riecht und schmeckt. Ich finde es total verrückt. Also probiert's mal aus. Müssen ja keine 40 € Weingläser sein, aber ich sag mal, ein gutes Weinglas zu investieren, kann eigentlich nie schaden. Prost. Mit unseren 80 €. Das ist auch mein heimlicher Gewinner dieses Jahr, Ja. muss ich echt sagen. Weil der. Also ich hab, wir hatten den schon mal in der Weinprobe vor kurzem mit dabei, auch eine Online-Weinprobe. Was habe ich gesagt, nach was der Wein riecht? Weißt du es noch?
Campino. Erdbeeren. Campino, aber Campino. Vor allem ja, Campina-Bonbons. Ja, genau. Kennt ihr noch diese Bonbons? Die hatten so ein Strudel aus Weiß und Rot. Die gab es immer in meiner Kindheit. Und letztens ist bei mir da der Groschen gefallen. Ich habe reingehauen und dachte mir, ja, riecht schön nach Erdbeeren. Und irgendwann kam mir das und ich dachte, die riechen 1:1, riecht ja nach diesen Bonbons. Also finde ich total geil. Es würde mich freuen, wenn irgendjemand das auch riecht. Aber ihr müsst ja jetzt riechen, weil ich es gesagt habe. Schreibt gerade Dieter Wein, es gibt keinen schlechten Wein, nur falsche Gläser. Schön wäre es, wenn man mit einem Glas alles korrigieren könnte, was manchmal ja. So unterwegs ist. Gell? Ja. Nee, ich glaube, manchmal hilft das beste Glas nichts. Nein, wir haben in Deutschland nur hochwertige und ja. Total gute Weine. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ein guter Wein in guten Gläsern besser schmeckt und ein schlechter Wein in schlechten Gläsern noch schlechter. Das ist doch gut. Das ist mein neues Motto. Das ist echt gut. Nee, jetzt kommen wir mal zum Spätburgunder zurück. Wir müssen dem ja jetzt noch in unseren letzten 10 Minuten hier die Aufmerksamkeit schenken. Wisst ihr denn den Unterschied zwischen Rosé und Blanc de Noir? Das ist eine sehr beliebte Frage, die wir in letzter Zeit als hatten, ja? Ja. Oder? Ja, fragt bei den. Also wenn ihr es nicht wisst, Karl-Fried erklärt es euch. Ja. So, Blanc de Noir, wie der Name schon sagt, schwarz aus weiß, ist ein weißer Wein aus roten Trauben. Das ist, kann man nicht mit jeder roten Rebsorte machen, aber Spätburgunder ist dafür sehr gut geeignet, weil der auch einmal hohe Öchselgrade bringt. Vom Klassiker her ist ja eine ganz alte, eingeführte Rebsorte. Und wenn man den Traubensaft, der so von der Kälte läuft, ein Fass tot, fängt an zu gären und die Hefe nimmt den ganzen Farbstoff auf. Also läuft schon von der Kälte so als Rosé fast schon rotweinartig. Mhm. Und während der Gärung nimmt die Hefe den ganzen Farbstoff auf. Und man hat nachher im Depot unten eine rote Hefe und oben einen relativ weißen Wein. Also ideal ist es, wenn er so goldfarben wird. Ja. Haben wir auch einen, jetzt leider nicht in der Probe. Und aber könnt ihr in unserem neuen Online-Shop bestellen? Ja. Das ist für mich so ein Wein, wo wirklich ein bisschen, also für mich riecht, das ist ein Wein, der nach Quitte riecht und schmeckt ein bisschen. Und dieser, beim Rosé ist es folgendermaßen, dass man also die Traubenmaische noch ein bisschen stehen lässt, damit ein bisschen Farbstoff aus der Schale extrahiert wird und dann der Wein halt roséfarben aussieht. Beim Rotwein ist es so, dass der die ganze Maische zusammen mit den Schalen gärt. Je nachdem zwischen 7, 14 Tage, manchmal auch noch ein bisschen länger. Und dann der ganze Farbstoff aus den Schalen heraus extrahiert wird. Und beim Rosé halt wird ja oft auch ein bisschen verkannt als, ja, viele denken, das ist so der Frauensommerwein. Frauensommerwein oder Gemisch aus weißen und roten Trauben, das stimmt natürlich nicht. Nee. Sondern ist wirklich aus einer hochwertigen Rebsorte. Und da gibt es auch einen guten Rosé. Ja, das stimmt. Deswegen, Prost auch auf die Männer. Lasst euch den Rosé schmecken. Das ist nicht ein Frauenwein. Guck mal, hier haben wir jetzt die Rotweinwelle losgetreten. Oi. Es ist gewünscht, ein Rotweinpicknick. Ey, das ist eine coole Idee. Wir hatten sau Angst vor Rotwein, weil wir dachten, die reißt uns einen Kopf runter, wenn wir jetzt einen Rotwein hier im Sommer mit dazu nehmen. Aber gut zu wissen, dass wir hier die Leute dafür haben, die da Spaß dran haben. Das ist eine gute Idee, also wenn da Leute Lust drauf haben. Ich glaube, gerade wenn es dann so ein bisschen kühler jetzt wieder wird, so Richtung Herbst, wäre doch eigentlich so ein Herbstpicknick eigentlich ganz cool. Ja. Am Kamin oder am... Genau, dann machen wir es nicht im Garten, sondern am Kamin. Das wäre doch schön. Nee, das ist eine gute Idee. Und ich sag mal, Rotwein ist ja eigentlich auch was, was man auch im Sommer trinken kann. Die meisten haben das nicht im Kopf, aber ich finde gerade sowas, wenn ich jetzt so an unseren Spätburgunder denke, das ist so ja auch so ein bisschen leichterer Wein. Wenn man den auch kühlt, und ja, man darf Rotwein kühlen, unter bestimmten Voraussetzungen. Der schmeckt dann auch super im Sommer. Das ist natürlich je reifer, je älter, je schwerer, je gerbstoffbetonter ein Rotwein ist, desto weniger sollte man ihn kühlen. Und desto jünger und leichter, desto mehr verträgt er da. Domina muss dabei sein. Hat da jemand die Wahl der deutschen Weinkönigin geschaut?
mit der Domina, das war. Ja, die werden wir aber nicht mehr anlegen. Nee, die lege man nicht mehr an. Ich hab auch nach der Wahl so viel fränkische Domina geschenkt bekommen. Also Domina ist eine Rotweinrebsorte aus Franken, die mich so ein bisschen ins Schleudern gebracht hat an der Wahl. Müsst ihr euch mal anschauen, es ist noch online. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das nochmal erkläre. Aber ich hab gerade eben auch noch gesehen, dass unsere Abfüller tatsächlich auch zuschauen. Grüße an euch! Nach Mülheim. Nach Mülheim, genau. Schön, dass ihr auch dabei seid. Für die Weinsheime, die das nicht wissen, wir haben hier also so einen kleinen Fanclub, der kommt jedes Jahr zweimal hier nach Weinsheim und hilft uns beim Abfüllen. Mhm. Immer ganz treue Helfer. Wir freuen, dass wir die da haben. Dadurch ist bei uns wenn der mobile Abfüller kommt, sagt immer, bei euch ist das kein Abfüllen, sondern ein Event. Ah, echt? Ja, das stimmt aber echt. Es macht immer so Spaß. Ja. Das ist echt cool, wenn ich überlege in meiner Ausbildung, wenn wir abfüllen, das ist der Horror. Der ganze Tag ist grauenhaft, Lärm, alle schreien. Das ist richtig schlimm. Und wenn man hier abfüllt, das ist immer eine Gaudi. Also falls ihr mal Lust habt, zu uns abfüllen zu kommen, sagt einfach Bescheid, ihr kriegt auch Wein. Da kann man nämlich den Wein direkt trinken, wenn er abgefüllt wird. Oder am Filter ein bisschen probieren. Genau. Und je mehr kommen, desto mehr kann man abwechseln. Genau, das stimmt. Dann wird es nämlich auch entspannter, das Ganze. Nee, also seid ihr alle herzlich eingeladen. Ja, weil ist ja auch mal cool. Läuft ja auch nonstop durch. Also es wird keine Pause gemacht, sondern... Ja. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber es ist immer toll, weil man ist halt da im Team und dann ist einfach immer gute Stimmung und man macht, ja, man hat einfach viel Spaß an dem Tag. Und ich sag mal, wenn es Abfüllen dann auch vorbei ist, dann weiß man, was man geschafft hat, weil dann ist die komplette Lagerraum gestapelt mit tausenden von Weinkartons und dann hockt man sich immer gemütlich zusammen und trinkt und isst noch was. Gell? Das ist immer sehr schön, ja. Doch, das ist echt cool. Ja, ich sehe, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Es tut mir leid für die Leute, die nicht hinterherkamen. Ich habe vorhin noch mal gelesen, dass es ein bisschen zu schnell ging. Das kann ich verstehen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass bestimmt ein gutes Zeichen, weil bestimmt habt ihr viel geredet und den Wein genossen. Und deswegen ging das wahrscheinlich dann auch immer so schwuppdiwupp. Aber nichtsdestotrotz habt ihr jetzt noch Zeit, die restlichen Weine zu genießen. Das werden wir jetzt auch gleich noch tun. Ja, die ganzen aber Rezepte, ich weiß nochmal, ausprobieren mit genau. Den Snacks. Ja, ja, wir haben natürlich, das wäre traurig, ja, wir haben meine Rezepte natürlich auch nachgekocht, aber wir wollten jetzt nicht essen, während wir die Weinprobe halten, das hätte zu unschönen Bildern geführt. Ach je. Oh, guck mal, hier melden sich schon ganz viele freiwillig zum Praktikum, zum Abfüllen. Ja. Immer gerne, immer, wir sind immer froh, wenn Leute kommen. Nee, das macht ja auch echt Spaß. Ich denke mir auch immer, wenn man, sag ich mal, das noch nie erlebt hat, wie es in so einem Weingut abläuft, dann ist das halt auch super spannend. Und ich glaube, mehr Transparenz kann man ja eigentlich nicht schaffen für ein Lebensmittel. Oder wenn ich mir überlege, wenn man den Wein trinkt und sagen kann, hey, ich war dabei, als der abgefüllt wurde, oder hey, ich habe in der Lese die Träubchen dafür abgeschnitten. Das ist schon cool. Genau. Und vielleicht passiert es euch dann wie mir und ihr werdet auf einmal Winzerin, obwohl ihr eigentlich was völlig anderes geplant hattet. Es ist noch viel Nachwuchs gesucht. Es ist viel Nachwuchs gesucht, tatsächlich, ja. Ja, doch, ich werde auch immer noch Hilfe brauchen, auch noch für meine nächsten Jahrzehnte. Ich weiß ja nicht, wie lange ich es mache, ja. Ja, nee, also jetzt nochmal zum Abschluss. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Es war auch richtig schön. Ich glaube, uns hat es wieder viel Spaß gemacht, oder? Nee, ist mir auch immer eine Freude mit dir, Karl Fried. Wir sind ein gutes Team. Nee, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt viel Infos mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt jetzt einfach noch einen grandiosen Abend. Und ich muss es noch einmal sagen, es tut mir leid. Wir haben jetzt einen Online-Shop. Also, falls ihr noch Nachschub braucht, könnt ihr jetzt ganz easy peasy auf unserer Website bestellen. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt über den Weg zusammenkamen. Es ist zwar schade, dass ich euch oder wir euch nicht sehen konnten, aber gerade mit den Kommentaren, finde ich, hat man sich doch sehr verbunden gefühlt. Ja, und mit dem Rotweinpicknick
das werden wir auf dem Schirm haben. Wenn ihr da Lust drauf habt, können wir das gerne nochmal machen. Also, genau. Nächstes Jahr hoffentlich wieder ohne Corona, wieder alle Feste, die werden. Ja, richtig. Nächstes Jahr Weinpicknick auch hier im Hof hoffentlich und Hoffest und was nicht alles, ne? Genau, da freuen wir uns schon. Rotweinpicknick am Lagerfeuer im Herbst, das klingt wundervoll. Ja, da hätte ich echt Lust drauf. Na gut, dann macht's gut, Leute. Haltet die Ohren steif, trinkt noch ein paar schöne Weine und genießt den Abend, lasst von euch hören und wir freuen uns, wenn wir euch bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können. Genau. Ja, macht's gut. Alles klar, tschüss. Tschüss.